Ja, hallo liebe Freunde, willkommen wieder zurück zu Koikatsu. Nein, beenden möchte ich das Spiel nicht. Ich will noch schon weiter spielen und zwar gucke ich mir ganz kurz mal erstmal auch eine Übersicht über unsere ganzen Clubmitglieder hier an, die wir hier haben. Das sind schon ein paar, die wir hier haben, das ist doch schon mal ganz gut. Den Bereich hier, den machen wir mal später auf alle Fälle fertig. In der Zeit könnte ich mal ganz kurz gucken, was ich überhaupt noch so an, ob ich überhaupt noch was habe, würde ich, ja, wir sind immerhin schon B-Rank, das ist gut bei der Story mit 0%. Woher kommt das? Die Story ist 0%, weil durch die Mods, die man hier eben halt drauf hatte, müsste es so sein, dass der Story-Fortschritt hier nicht gezählt wird, aber es geht in Wirklichkeit immer weiter und weiter und weiter. Die Story läuft eigentlich immer gut ab. Damit hatte man bisher noch gar keine Probleme gehabt. So, jetzt gucken wir mal rein. Ach ja, wir können ja mal. Können wir vielleicht mal ein Treffen planen? Ich habe mal Bock drauf, mit unseren Mitgliedern uns mal irgendwo zu treffen. Was genau? Ich habe das selten mal durchgemacht. Wir machen Rooftop und treffen uns mit... Mit wem wollen wir uns treffen? Na, Kuri, mal zum Sport anregen, dann müssen wir in die Dingses Halle gehen. Genau, komm, wir treffen uns mit Kuri im Dingses. Deswegen, dann geht sie gleich mit uns mit und dann sind wir auch schon im Sportunterricht mit Kuri. Wo ist Kuri? Da ist sie ja. Kuri, du weißt, was jetzt kommt? Dein Lieblingsspielchen. Wäre sie... Nee, sie ist, glaube ich... Ist sie plumpy? Plump? Oder ist sie medium? Ich weiß nicht, unter was Kuri jetzt gerade gezählt wird. Also, tiny... kein Fall, tiny. Ich glaube, sie wird echt jetzt unter Avatsch gezählt, ne? Ja. Da. Das war ja wieder klar. Los. Nichts hier zurückhalten und nicht machen wollen. Da ging auch gleich die Stimmungslage von Kuri ein bisschen runter. Wenn die genauso schnell läuft, wie die redet, ey, dann wird das noch eine halbe Stunde mindestens ein Laufbein. Kuri hat halt im Sport keine Stärken, aber dafür ist die ausgefuchst wie die Hölle. So, Kandidaten suchen. Mit dir können wir uns auch mal ein bisschen mehr anfreunden. Sind wir sogar schon. Ey, wir sind schon ziemlich weit bei manchen Freundschaftsbrecken. Black, bei ihr bestimmt. Yeah. Das ist auch nicht schlecht. Fragen wir sie einfach gleich mal. Vielleicht kriegen wir gleich ein Mitglied. Perfekt. So, ein nächstes Clubmitglied gleich noch mit reingenommen. Karen, du warst doch schon im Club, oder? Warte mal, Karen hat ja nur mit Liebe gesagt. Conference ist sie. Nein, sie ist noch nicht im Club. Komm, ich frag sie einfach gleich direkt. Ich nehme jetzt mal das Zweite. Und beachte bitte, wie weit der Balken gerade hochgegangen ist. Lass uns mit Cameron mal Studi gehen. Okay.
Let's English. Kanji, Koten, dochi mo imi fumei yo. Japanisch war wohl nicht hier gerade das Freundlichste. Ich wollte ja Englisch. Ja, okay, we can start with English okay. First. Okay. Nippon English war lighting, da geht da gar kantan ne. Das ist wahr. Okay, English in Japanisch schools is just about writing, so it's easy. Yes. Hä? Sore, atarimai de shou? No! Honto ni writing dake de jikan owatta yo! Okay, sagen wir also die ganze Zeit mit ihr so. Sagen wir also die ganze Zeit mit ihr Englisch gelernt anstatt Japanisch. Okay. Und hier ist ja schon das nächste Event. Wollen wir es gleich auslösen? Wäre dann mit. Mit Dings ist das nächste Event. Könnten wir eigentlich auch schon gleich anschmeißen. Ja, ich würde sagen, komm. Wir gehen gleich ab ins nächste Event. Und gucken uns das Ganze an und ich müde mich hier mal. お待たせしたですよ。すみませんです。ちょっと着替えに手間取ってしまっておりまして。いえいえ、私の方こそ間の悪い着替えを。もしかしてもう見てくれたですか? それはいいのです。布教用なので、先輩へプレゼントするですよ。最初からそのつもりでしたから大丈夫です。著作権的にもプレゼントなら問題ないです。はいです。あ、そうだ。 先輩、今お時間は大丈夫ですか？でしたらぜひぜひ我が万見部へお上がりになってください。お話聞かせてほしいです。はい、どうぞなのです。
新しい部員さんが来ても恥ずかしくないように最低限の掃除はしてるです。あ、椅子はこちらを使ってくださいです。 それでメルルンは。 私も初見ではそうだったです。おお、先輩分かっていらっしゃるです。まさにそれがメルルンの魅力なのですよ。メルルンは宇宙ナンバーワン小悪魔なのです。はいです。 メルルンの方大好きですから。先輩、どうしたですか？もちろんです。 So, damit haben wir das auch mal durch. Die DVD haben wir wieder zurück. Wieder zurückgegeben, das ist gut. So, können wir jetzt wieder ein bisschen tanzen? Nein, machen wir nicht. Und wir haben, man hat gemerkt am Anfang, dass sie, wenn sie ihr Kostüm nicht anhat, dann doch ein bisschen crazy ist, ne? Was wird hier gelesen? Gar nichts. Hier wird das... Okay. Ach, hier wird es gelesen. Was gibt's da? Okay, ja. Interessanter Anime, ja. Hier werden Nachforschungen gehalten, ein bisschen Musik gehört. Ah, warte mal, mit ihr haben wir noch keine? Haben wir sie schon im Club eingeordnet? Oh, ist eine Frage. Können wir mal nachgucken? Haruka? Ich mag das, dass der Anime-Club jetzt auch ein bisschen mehr Leute auch hat, meiner Meinung nach. Schieß. Ja, weil sie war, glaube ich, kleiner als wir. Können wir sie jetzt auch schon in unseren Club einladen? Ich versuch's mal. Wohl noch nicht. Okay, kommt später noch. Gut. Der Komi ist ein bisschen, ich sag mal gerne, ein bisschen crazy. Ach, da kommt die nächste für die Anime-Show, alles klar. Ich finde es ganz gut, dass man jetzt ein bisschen mehr auch die, die Charakter auch ein bisschen mehr in ihre Klassen gehen. Anime ist ja einfach eigentlich einzustellen. Da machst du ja eigentlich mit dem Kostüm alles soweit fertig und dann passt das manchmal. Kuri hat schon Sport gemacht, die müsste jetzt Platz sein erstmal für die nächsten Tage. Können wir sonst noch irgendwen schnell noch für die nächste Runde gewinnen? Das ist auch noch so eine Frage. Wir schauen mal nach draußen und gucken mal draußen nach, wer hier draußen noch so rumläuft. Ist jemand oberhalb der Treppe unterwegs? Aber sonst, doch, da kommen zwei, glaube ich. Entweder kommt sie die Treppe herunter. Okay. Sie habe ich noch nicht dafür bekommen, ne? Will geht raus, alles klar. Randall, wär doch mal was für die Gruppe. Eigentlich sieht das schon ganz gut aus. Können wir mit ihr nicht einfach mal... Ich gehe mal mit ihr eine Runde Studi. Vielleicht hat sie ja Lust auf eine Runde Studi together. Auch nicht. Dann frage ich sie gleich so nach dem Club.
Sehr schön. よろしくお願いします。誘っていただけるなんて思いもしなかったので、本当に嬉しいです。本格的な恋活、差し支えなければ、それはどんなものか聞かせていただいてもよろしいですか？スキンシップ、それは確かに本格的ですね。 So, da haben wir dann Randall auch in der im Club drin. Das ist gut. Ist sie schon drin? Ich glaube nicht, ne? Auch noch nicht. Können wir auch schon mal. Wir haben weiten Fortschritt bei manchen ja schon erzählt. Saburo? Nee, Saburo war noch nicht drin. Ja, klar, mögen wir Kinder. Passt schon. Bei der Milchbank passt schon alles. Studi? So, sehr schön. Studi mit Saburo geht auch klar. Das ist Subaru, meine ich. Subaru. Saburo. Lesebrille wieder nicht aufgesetzt. Nein, verdammte Axt, du sollst es doch nicht lernen, du Vollidiot. Na gut, das Intelligence ist doch schon auf Max. Manchmal kann das auch sehr hart nach hinten losgehen, wenn wir das machen. Ich würde gerne sie fragen, ob sie jetzt auch gleich den Club beisteuern könnte, weil dann hätten wir zwei Leute neue Rekruten für den Club gefunden. Müsste eigentlich klar gehen, ne? Oder nicht. Geht wohl doch nicht so ganz klar, wie ich hätte erwartet. Aber. Wo war nochmal unser Club? Der war unten? Ne, der war auch hier eigentlich, ne? Hier hinten war der doch, glaube ich, meiner Meinung nach. Oder war der doch unten? Dann muss der unten gewesen sein, weil hier oben sind nämlich die Toiletten. Wir sind im zweiten Stock, weil ich würde gerne einmal nochmal ganz kurz im Clubbereich. Noch einmal wenigstens School Library Clubraum, genau. Ich würde gerne einmal nochmal versuchen, hier im Clubraum meine Points mit einzunehmen. Passt auf den A-Rank, das ist gut. A-Rank ist nicht schlecht. So, dann gehen wir mal in die nächste Phase rüber. Und ja, schauen wir mal nach, was der nächste, also besser gesagt, das Ende des Schultages so bringen wird. Ich bin gespannt, weil wen wir auch mit nach Hause nehmen. Ihr könnt ja auch mal, wie gesagt, ich habe ja auch schon mal nachgefragt, einer, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich müsste nochmal die Kommentare nochmal durchlesen, aber ich glaube, einer hat mal geschrieben, dass sein Favorite Girl hier in Koikatsu gefunden hat, wo er sagt, das ist so diejenige, die er auch gerne nehmen würde. Ich habe auch nächstes Mal ein bisschen was anderes vor, vielleicht auch mit euch mal zusammen selber eigene Kreationen mal zu erstellen, eure eigenen Kreationen hier mal in Koikatsu auftreten zu lassen, ob es Sunshine wird oder ob es nochmal den zweiten Teil von After School wird, werden wir sehen. Auf alle Fälle sind mir da auch schon ein paar Ideen gekommen, euch auch mal ein bisschen. Vielleicht habt ihr ja irgendwo ein, zwei oder ihr findet so ein, zwei Damen oder sonst was, Girlies, die gerne mal hier ins Game mit reinjoinen sollen. Wäre ja auch gar nicht mal so schlecht. Auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.